Blech, Eisen und Kunststoff. Michael Stadiger interessiert natürlich, hat jeder Bügeltyp auch eine Zulassung? Herr Pöppel, ich bin Vertriebler. Natürlich mag ich am liebsten das Produkt, was sich in den größten Stückzahlen zum besten Preis und mit dem höchsten Deckungsbeitrag verkaufen lässt. Hat es dann auch kostentechnisch Unterschiede? Eine indirekte Absprache unter den Wettbewerbern. Ist die in eure Dokumente abgedeckt oder gibt es hier eine Bemessungssoftware dafür? Wissensaustausch Bauplanung. Heute mit dem Thema COMAX, den Rückbieganschluss von Betamax Systems. Und los geht's. Grüßt euch, mein Name ist Peter Pöppel. Ich bin der Geschäftsführer der Subgrid GmbH und entwickle Einbauteilgeneratoren für das Allplan-System. Und dadurch kam auch ein geschäftliches Verhältnis mit Betamax Systems zustande. Deswegen freue ich mich ganz besonders drauf auf diesen Podcast heute mit unserem Gast. Zusammen darf ich das mit meinem Kollegen Michael Müller moderieren. Michael, stell dich mal kurz vor. Ja, mein Name ist Michael Müller. Ich bin Geschäftsführer der MBK, Müller Baukonstruktion in Nagold. Ein kleines Büro für Tragwerksplanung. Ich freue mich heute mit unserem Gast, Herr Hauser von Betamax, über das spannende Thema der Rückbiegeanschlüsse zu sprechen. Hallo Herr Hauser, stellen Sie sich bitte kurz vor. Gerne, Herr Müller, mache ich natürlich. Mein Name ist Stefan Hauser, ich bin 62 Jahre alt, verheiratet, habe einen Sohn, der sich wieder meinem Wunsch der Bauindustrie doch mehr in die Elektrotechnik gewagt hat. Aber okay, so ist das nun mal heutzutage. Mein Lebenslauf ist eher etwas klassischer Natur, so wie das früher üblich war. Schule, Abitur, Grundwehrdienst bei der Bundeswehr, danach Studium der Wirtschaftswissenschaften mit Abschluss Diplom-Ökonom. Ich bin aufgewachsen unter drei weiteren Geschwistern. Ein Geschwisterteil ist davon mein Zwillingsbruder. Wir sind sehr früh mit der Bauindustrie in Kontakt geraten, da mein Vater eine kleine Stahlbaufirma hatte mit 25 Mitarbeitern. Da war der Kinderspielplatz eher das Firmengelände und es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder werden Sie mit dem Virus der Bauindustrie infiziert oder aber nicht. Mein Zwillingsbruder und ich, wir sind infiziert worden. Wir fanden das hochspannend, dieser Geruch von Schleifhexen, Trennjäger, Schweißen und was daraus geworden ist an Gebilden, fanden wir so toll, dass wir uns gesagt haben, okay, mit Ausbildung werden wir uns einen Job in der Bauindustrie suchen und habe aber vorher erst einen kleinen Umweg genommen im Außendienst im medizinischen Bereich. Das lag daran, dass Ende der 80er Jahre die Bauindustrie schon eine kleine Delle zu verzeichnen hatte, sodass die mit Maueröffnung die neuen Bundesländer zwar hinzugekommen sind, aber im Westen relativ wenig Stellen zur Verfügung standen. Aber das war nicht weiter schlimm. Ich habe die Augen offen gehalten und da kam die Anzeige von Betamax, damals noch in der analogen Zeit wie üblich über die Tageszeitungen. Dort wurde gesucht ein Marketingleiter, worauf ich mich beworben habe. Die Stelle habe ich auch tatsächlich dann bekommen und mir waren bei einem Unternehmen in der Bauindustrie drei Punkte ganz besonders wichtig. Ich wollte gerne einen Markenartikel haben, ein Unternehmen mit eigener Fertigung und ein Unternehmen mit eigenem Vertrieb. Alles drei hat Betamax geboten, sodass wir uns relativ schnell einig geworden sind und ich habe den Einstieg genommen über die Marketingstelle, die ich sehr viele Jahre besetzt habe, habe zwischenzeitlich noch Stationen im Unternehmen belegt. Das waren mehrere Jahre im Export als Exportleiter, bin dann später in den Inlandsvertrieb rübergegangen und war dort verantwortlich für die Innendienstleitung und den Außendienst. Ich schätze nach wie vor sehr stark die eher familiäre Situation, wie sie aus einem Familienunternehmen, wie es hier vorzufinden war, gefunden habe und habe natürlich dann auch die flache Hierarchie mit relativ weitreichenden Kompetenzen geschätzt. Bis heute liebe ich den Kundenkontakt, den Kontakt zu Menschen im Allgemeinen und mache meine Tätigkeit sehr gerne, nach wie vor, wie gesagt, als Innendienstleiter. Und das ist nun mal einfach so, wer einmal in der Bauindustrie ist, das ist wie eine große Schulklasse, der bleibt auch in der Bauindustrie und geht dann nicht mehr heraus. Wow, da muss ich echt sagen, das war mal echt eine super Vorstellungsrunde von unserem Gast. Er macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Heute geht es ja um das Thema Rückbieganschluss, unter anderem natürlich der COMAX von Betamax. Können Sie uns vielleicht einen kurzen Hinweis geben, wo eigentlich ein Rückbieganschluss eingesetzt wird, was für Funktionen er übernimmt? Genau,
Könntest du uns da ein bisschen was dazu sagen? Natürlich. Also grundsätzlich, wenn man über Bewegungsanschlüsse spricht, kann man das auf einen sehr einfachen Nenner herunterbrechen. Bewegungsanschlüsse sind erstmal nichts anderes wie eine Kiste mit innenliegenden Verwahreisen. Die dienen halt dazu, nach einem späteren Ausbau des Deckels, dass die Eisen ausgebogen werden können, um dann einen statisch konstruktiven Übergang zwischen zwei Bauteilen oder zwei Bauabschnitten zu haben. Ich benutze da immer gerne dieses Beispiel, wer immer mit Legosteinen früher gebaut hat. Zu meiner Zeit, einer analogen Zeit, war das natürlich so. Wusste man, Legosteine muss man immer versetzt aufeinandersetzen, damit eine Wand oder auch ein Gebäude eine gewisse Festigkeit bekommt. Und so ist das mit den Bewegungsanschlüssen auch. Das heißt, will ich zwei Bauteile oder zwei Betonierabschnitte miteinander verbinden, brauche ich einen statisch konstruktiven Übergang. In früheren Zeiten hat man dazu die Schalung durchbohrt, um die Eisen entsprechend durchlaufen zu lassen, die Bewegungseisen, bis eben die Idee eines Verwahrkastens aufkam, der eben die Bewegungseisen innen liegend hatte, die dann zu einem späteren Zeitpunkt zum Anschluss des zweiten Bauabschnittes ausgebogen wurden und dann als statischer Übergang natürlich da zur Verfügung standen. Im Grunde genommen ist es nichts anderes, als dass Bewegungsanschlüsse grundsätzlich in Arbeitsfugen eingesetzt werden, um dann entsprechend zwei Betonierabschnitte miteinander zu verbinden, weil das monolithische Bauen ist einfach nicht möglich. Sie haben ja immer Bauabschnitte und damit Arbeitsfugen. Woher bekam der Komax überhaupt seinen Namen? Da gibt es keine wirklich gesicherten, fundierten Überlieferungen. Das ist schon sehr lange her. Das war Anfang der 80er Jahre, ist dieses Produkt entwickelt und konstruiert worden. Und hier im Hause kursiert das Gerücht, dass der damalige Inhaber und Geschäftsführer des Unternehmens dieses Produkt entworfen hat. Er war selbst Diplom-Ingenieur und war darüber so stolz, dass er sich abends mit seinen Vertriebsleuten zusammengefunden hat und hat gesagt, das müssen wir unbedingt feiern und dabei werden wir einen Namen kreieren. Aber wie das vielfach so ist, es wurde viel gegessen, es wurde noch mehr getrunken. Und so kam nach dem Genuss von vielen Bierchen, Maria Kron und Schnaps, was immer alles mit dabei war, wurde immer abstruser diskutiert und natürlich die Namen wurden auch immer vielfältiger. Alles wurde auf Bierdeckeln festgehalten. Alle waren sich am nächsten Morgen einig. Das war ein toller Abend, nur diese Kritzeleien waren kaum noch lesbar. Und übrig geblieben ist nur eine Identifikation des Namens Comax. Das war der Name, der geboren wurde damit und der wurde fortan immer verwendet. Also das ist echt eine spannende Geschichte. Wahnsinn. Und also Es ist eine etwas abstruse Geschichte, aber manchmal ist das so mit Namen. Die haben nicht nur immer einen sinnvollen Charakter, sondern entstehen durchaus auch mal aus sehr, sehr lustigen Situationen. ja, aber der hat sich ja etabliert und jeder kennt ja den, also Rückbieganschluss Comax kennt jeder. Also das hat ja gewirkt, hat er ja seine Wirkung gezeigt, der Comax, der Name. Der Name hat ein unglaublich hohes Branding. Das heißt, wenn man von einem Bewegungsanschluss spricht, spricht man immer von einem Comax. So tief ist der Name im Markt verankert. Jeder benutzt diesen Namen so, unabhängig um welches Produkt oder welchen Wettbewerber es sich dabei handelt. Ja, das ist das Tempo der Rückbieranschlüsse, kann man so sagen. Ja, so ungefähr kann man das sagen. Ja, ist richtig. Ist richtig. Jetzt habe ich rausgehört, dass der in den 80er Jahren entwickelt wurde, der Comax. Ist der dann auch schon seit den 80er Jahren auf dem Markt oder hat es dann noch ein bisschen gedauert? Ja, ist er. Ist er. Er ist tatsächlich seit Anfang der 80er Jahre, 1982 genau war das Einführungsjahr, seitdem ist er auf dem Markt und er freut sich nach wie vor größter Beliebtheit. Liegt natürlich daran, dass die Produktlebenszyklen in der Bauindustrie extrem lange sind. Das ist nicht wie in anderen Branchen, wo ein Produkt einen sehr schnellen Aufstieg findet, irgendwann seinen Hochpunkt gefunden hat und dann schon wieder eigentlich langsam wieder in die Abwärtsbewegung geht. Das ist hier nicht, weil die Prozesse und die Art und Weise, wie gebaut wird, sich eigentlich grundsätzlich in den letzten Jahrzehnten nie geändert hat. Deswegen wird er nach wie vor so eingesetzt und erfreut sich nach wie vor größter Beliebtheit. Es gibt keine bessere Möglichkeit, um zwei Bauabschnitte miteinander zu verbinden. Das ist sehr spannend und vor allem auch mal interessant, wie lange sowas dauert. Jetzt Ja. hätte ich noch eine Frage, jetzt hätte ich noch eine Frage gehabt, wo ist Einsatzgebiet, aber das haben wir ja in der ersten Frage im Prinzip schon geklärt. Aber mich als Statiker interessiert natürlich, hat jeder Bügeltyp auch eine Zulassung? Also grundsätzlich, ja, wir haben etwa 18 Bügeltypen, die wir grob unterscheiden, wobei die Zulassung sich nicht auf einzelne Bügeltypen bezieht, sondern auf die Geometrie des Kastens und die Fremdüberwachung. Das heißt, es sind alle Bügeltypen, alle möglichen Varianten und auch darüber hinaus
Sondervarianten, die es eben nicht offiziell gibt, sondern als individuelle Problemlösung gibt, sind alle über die Zulassung abgedeckt. Ja. Auf der Homepage bei euch finde ich dazu auch immer die passenden Datenblätter, oder? Ja, finden Sie. Dort ist die Zulassung mit der entsprechenden Z-Nummer des DIBT in Berlin entsprechend mit aufgeführt. Können Sie auch in den Download bereits sich runterladen, haben dann damit alles zur Verfügung. Ja, super. Sehr gut. Ja, und Zeiten und Regeln ändern sich ja in einer rasenden Geschwindigkeit. Kann das zu Problemen führen oder gibt es dafür Überwachung? Also Digitalisierung ist natürlich heute ein ganz großes Thema. Ja, verändert die Welt natürlich zunehmend und rasend schnell. Aber wie ich das eingangs schon mal sagte, sind die Prozesse und die Bauabläufe in der Bauindustrie, insbesondere im Ortbeton, eigentlich immer noch wie jeher. Es wird einfach ausgedrückt immer noch Stein auf Stein gebaut. Und somit ist dieser Bewegungsanschluss kein digitales Instrument, sondern einfach nur ein Hilfsmittel, um ein Bauwerk sicher und konstruktiv abgesichert zu erstellen. Darüber hinaus gibt es natürlich auch noch, wir haben natürlich immer das Ohr am Markt und wissen auch, die Bügeltypen, die wir bisher alle haben, decken einen Großteil der Anforderungen ab. Aber das müsste der Herr Müller entsprechend eher wissen. Es wird ja nicht der Kunde gibt vor, welchen Bewegungsanschluss er benötigt, sondern es wird ja vorab in der Planung schon vom Statiker aufgeführt, welcher Typ an Bewegungsanschluss mit welcher Ausprägung und Bemaßung eigentlich eingesetzt wird an der jeweiligen Stelle des fortlaufenden Bauabschnittes. Ja, das ist richtig. Wir geben das im Prinzip schon auf unsere Schalen- und Bewährungspläne vor. Es gibt heute Tendenzen von großen namhaften Bauunternehmungen, die sagen, wir wollen das eigentlich nicht mehr, weil die Fülle an Bewährungsanschlüssen mit den unterschiedlichsten Ausprägungen ist so groß geworden, dass man versucht, sich ein bisschen an der Automobilindustrie zu orientieren. Dort wird ja letztendlich vom Hersteller an die Lieferanten vorgegeben, was sie liefern dürfen und in welcher Ausprägung. Das versucht man in der Bauindustrie auch hinzubekommen, nach dem Motto, wir geben ein Portfolio von 10, maximal 15 unterschiedlichen Bewährungstypen vor. Daraus darf der Kunde sich was auswählen, mehr darüber nicht. Aber leider klappt das immer noch nicht so richtig. Ja, das ist oft, wir geben schon was vor. Und der Bauunternehmer kommt dann meistens und sagt, ich habe den und den Lieferant, der kann mir den und den Bewährungsanschluss oder die und die Firma liefern. Ne? Und das wird es dann meistens. Mhm. Aber der Comax, kann ich schon sagen, ist zu 90% immer die erste Frage. Geht auch ein Comax? Wenn wir der Comax nicht angegeben haben, dann ist meistens die erste Frage, geht auch der Comax? Ja, so ist es. Gott sei Dank. Das soll auch so bleiben. Aus welchem Werkstoff wird so ein Rückbiegeanschluss eigentlich hergestellt? Also, zunächst einmal ist der Kasten zur Aufnahme der Bewegungseisen ist das sogenannte Spaltband. Das ist so eine Art Derivat aus der Automobilindustrie, wo die Blechrollen zur Formung von Türen, Kotflügeln und dergleichen. Nennen wir es B-Ware, die hier benutzt wird und dann entsprechend aus diesem Spaltband einen Kasten in unterschiedlicher Breite entsprechend herzustellen. Die innenliegenden Eisen ist ganz normaler Bewährungsstahl, B500B. Die Endkappen sind aus Polypropylen und die Kunststoffabdeckung zur Verschließung des Kastens selbst ist Hart-PVC. Also im Grunde genommen Blech, Eisen und Kunststoff. Das ist so die Grundbestandteile eines Bewährungsanschlusses. Ja, jetzt kommt eine meiner Lieblingsfragen natürlich, weil ich da zumindest eine kleine Schleichwerbung einbauen kann für meine Subparts, für die Einbauteilgeneratoren in Alplan. Und da gibt es ja zum Beispiel die Möglichkeit jetzt zwischen Sondertyp und Standard zu wählen. Und können Sie uns ein bisschen erklären, was der Unterschied ist oder der gravierende Unterschied zwischen Sondertyp und Standard? Weil für einen Zeichner ist es alles Sondertyp oder alles Standard, kann man so sagen. Ja. Also ob wir hier von Standardtypen oder Sonderanfertigungen sprechen, das sind eigentlich Dinge, die sich aus den Marktanforderungen herausgebildet haben. Standardtypen ist bei uns grundsätzlich Lagerware, was also von heute auf morgen lieferfähig ist, was hier liegt und wo die Wettbewerber untereinander irgendwann mal einen bestimmten Typus über alle Blechbreiten mit welchen Bemaßungen so definiert haben, was als Standard sich dabei herausgebildet hat, wo jeder Kunde weiß, okay, den Kasten gibt es, den gibt es. Alles andere wird vom Statiker vorgegeben, wo wir dann individuell nach Anforderungen fertigen. Das sind dann die sogenannten Sonderanfertigungen. Also letztendlich sind Standards nichts anderes als eine
eine indirekte Absprache unter den Wettbewerbern, was häufigst angefragt wird, was man lagermäßig bevorratet haben muss, um schnell lieferfähig zu sein. Hat es dann auch kostentechnisch Unterschiede? Wahrscheinlich, oder? Natürlich, das ist so. Standardware läuft natürlich über die Produktionsschiene, ich sage jetzt mal ganz übertrieben gesehen, den ganzen Tag ein Typ durch. Das ist natürlich etwas anderes, als wenn Sie alle 3, 4 Typen den Bügelautomat ändern müssen, weil die Bügel anders gebogen, mit anderen Maßungen gebogen werden müssen und dann an den Montagetischen für diejenigen, die die Comax-Anschlüsse fertigen, ständig andere Anforderungen für den Bügel, der einzufädeln ist, ob es ein offener Bügel ist, ob es ein geschlossener Bügel ist, das ist schon ein großer Unterschied. Das heißt, ich rede hier von im Standardbereich von Serienfertigung. Bei den Sonderanfertigungen sind es spreche ich eher mal von Manufaktur. Was anders ist es eigentlich nicht, weil da die Stückzahlen auch pro Typ immer relativ klein sind. Wichtiger Punkt für mich als Tragwerksplaner ist jetzt natürlich, wenn ich das ganze Zeug dimensioniere, wo finde ich bei euch die Unterlage dafür, dass ich das vordimensionieren kann und in welcher Weise sind die von Betomax schon aufbereitet? Bekomme ich hier irgendwo zulässige Lasten, wo ich sagen kann, ich habe jetzt, sagen wir mal, die Anschlusskraft XY, ist die in eure Dokumente abgedeckt oder gibt es hier eine Bemessungssoftware dafür? Wie geht man hier bei euch vor? Also ganz klare Ansage, es gibt eine Bemessungssoftware, da sind wir relativ weit führend gegenüber den Wettbewerbern. Es gibt also nur ganz wenige, die diese Möglichkeit bieten. Und über diese Bemessungssoftware wird entsprechend das Ganze nicht nur dimensioniert, es ist relativ einfach, intuitiv zu bedienen. Ich kann meine Parameter, die gewünscht sind, eingeben und bekomme entsprechend Lastannahmen auch mit ausgeworfen. Und der große Vorteil besteht noch dann darin, dass ich über diese Bemessungssoftware eigentlich in der digitalen Entstehungskette einen ganz großen Schritt voraus bin. Ich muss nichts mehr abschreiben, muss nichts mehr notieren, muss auch keine Blätter mehr ausdrucken, sondern ich kann hier alle Informationen direkt über das Programm weitergeben an den Hersteller, in dem Fall an uns, der das entsprechend direkt verwerten kann. Bevorzugt werden hier dann natürlich die Standardtypen ausgewertet oder auch die Sondertypen? Das wird vorrangig nur für die Bemessungssoftware. Eigentlich dient die Bemessungssoftware bei den Standardtypen zur Überprüfung, kann der Standardtyp die Kräfte abtragen, die ich brauche oder nicht. Ansonsten dient es aber vorrangig für die Sondertypen natürlich, damit der Planer vorgeben kann, wie muss der einzelne Bewegungsanschluss, muss ja ausgeprägt sein, damit er auch das hält, was er verspricht. Ja genau, also ich glaube mich auch, dass als Zeichner ganz viele, ich sage jetzt mal, wahrscheinlich wird am meisten, ich denke mal, der S1-Typ am meisten eingesetzt, gehe jetzt davon aus. Kann man das so bestätigen? Der wird ja wahrscheinlich in den meisten konstruktiven Anschlüssen von Außenwand zu Innenwand wahrscheinlich eingesetzt, denke ich mal. Und da brauche ich jetzt nicht unbedingt die Bemessungssoftware. Da weiß ich ja, was der Statiker gerechnet hat, zum Beispiel 8er alle 15 oder sowas. Und dann gibt es halt einfach den Standardtypen schlechthin, den baue ich dann ein. Da brauche ich jetzt dann nicht über die Bemessungssoftware gehen. Aber wenn umso komplizierter es wird oder umso mehr ich nachweisen muss, dann kommt natürlich die Bemessungssoftware zum Einsatz. So gehe ich davon aus, oder? Ja, genau. Ja. Super. Die Bemessungssoftware, die hat den Vorteil, ich kann es für den jeweils einzelnen Typ, der mir wichtig ist, kann ich direkt die Kraftübertragung entsprechend mir auswerfen lassen. In früheren Zeiten hat man gerne mit Typenstatiken gearbeitet, wo eben so eine grobe Bandbreite abgetragen wurde, je nach Blechbreite, was kann denn der Typ so in etwa an Kraft übertragen. Ja. Das ist jetzt damit spezifiziert, ich kann es also sehr präzise und sehr genau für jeden Typ einzeln angeben. Perfekt. Für mich als Statiker ist man damit auf der sicheren Seite. Ja, super. Genau, und das ist jetzt die Brücke zur nächsten Frage, weil ich ja sage, okay, ich tue nicht alle bemessen, also die konstruktiven, die ich standardmäßig habe. Ich muss aber trotzdem als Zeichner, als Konstrukteur, muss ich dennoch irgendwie den Comax oder den Rückbiegeanschluss auf meinen Plan abbilden und der Baufirma oder auch dem Fertigteilwerk sagen, hey, hier möchte ich den Comax-Typ XYZ haben und so viel Stück brauche ich oder so viel laufende Meter. Kann man auch wieder darüber streiten, wie man es am besten angibt. Wie weit ist der Comax in der digitalen Welt angekommen? Ja, also das Berechnungstool gibt Ihnen ja nicht nur die Möglichkeit, die Kraftübertragung entsprechend sich anzeigen zu lassen, sondern das Programm hat natürlich diese tolle Eigenschaft,
dass man direkt für die Bestellung Stücklisten und Zeichnungen auswerfen kann. Und für die Statik kann direkt das in die entsprechenden Zeichnungen mit übernommen werden aus dem Bemessungstool heraus. Deswegen sagte ich eben, es muss keiner mehr einen Zeichenstift in die Hand nehmen, sondern kann es direkt in die eigenen Pläne mit übertragen. Und damit sind wir, denke ich mal, in der digitalen Informationskette schon ganz gut unterwegs. Ja gut, und die Subparts natürlich. Den muss man auch. Den muss ich natürlich näher bei der zweifelsfrei. Ganz klar, logisch. Es ist ja auffällig, wenn wir das angegeben haben, dass die Baufirmen sich freuen, wenn der Comax eingeplant wurde. Wenn ich ihn nicht eingeplant habe, dann ist die erste Frage, die kommt meistens, können wir auch einen Comax nehmen? Welche Vorteile bietet denn der Comax im Vergleich zu anderen Herstellern der Baufirmen, dass die so oft nach dem Comax fragen? Was ist da der Hintergrund oder woran liegt das? Ja, jetzt muss ich aufpassen, dass wir nicht in vergleichende Werbung natürlich hineinkommen. Das ist immer eine etwas schwierige Sache. Grundsätzlich, der Kasten bei uns ist sehr stark perforiert, womit er erstmal eine enorm hohe Stabilität hat. Die Kunststoffendkappen an den Enden des jeweiligen Kastens bieten einen sehr sicheren und dauerhaften Verschluss. Das heißt, beim Betonieren kann eigentlich keine Betonschlempe in den Kasten hineinlaufen, was dazu führt, wenn das passiert, was bei vielen Wettbewerbern so tatsächlich ist, dass man sehr viel Nacharbeit hat, wenn man den Kasten öffnet und die Eisen wieder ausbiegen muss. Das Ausspitzen und das Rausstemmen ist sehr, sehr aufwendig. Und dann ist natürlich diese Kunststoffabdeckung, die schon etwas Einmaliges ist, die hat eine Art Reißverschluss. Das heißt, rechts und links, ich bin im Faktor des Ausbauens mit einem Faktor von etwa 5 bis 10 deutlich schneller als mit jedem anderen Kasten. Die meisten haben eine Blechabdeckung hinten drauf, die ich sehr viel schwieriger und aufwendiger nur in der Ausbausituation herausbekomme gegenüber einer Kunststoffabdeckung. Das ist eigentlich so das ganz Große, wo wir sagen, damit punkten wir immer wieder. Und da sieht die Bauunternehmung den enorm zeitlichen Vorteil eben im Ausbau, wenn der Kasten entsprechend für den zweiten Betonierabschnitt vorbereitet wird. Ja, Zeit ist Geld, das leuchtet mir ein. Das ist einfach so. Natürlich. Dann habe ich eine ganz kurze, knappe Frage. Was fällt Ihnen zu diesen drei Buchstaben ein? P, Q und L. Ja, was fällt mir dazu ein? Ich könnte jetzt sagen, P für Podcast, Q für Quasseln und L für eine launige Bemerkung. Das ist es eigentlich. Aber perfekt. Ich glaube, das wird Ihnen auch nicht genügen in diesem Falle. Das sind drei Bezeichnungen. P ist für uns die Bezeichnung für den Urkasten eigentlich, so wie er früher mal entwickelt worden ist und so wie er nach wie vor auch immer noch gefertigt und eingebaut wird. Das heißt, wir reden aus Zeiten, wo man über Fugenkategorien glatt, rau, verzahnt nie nachgedacht hat. Das ist ja erst im Laufe der Entwicklung der letzten Jahre gekommen. Ich sage jetzt mal 10, 15 Jahre. Und wir mussten irgendwann unterscheiden zwischen einem normalen Kasten und dann den Kästen für Querkraft- und Längskraftbeanspruchung. Und daraus sind diese Buchstaben eigentlich geboren worden. Also P für den Ursprungskasten, dann ist der Q für die Ausführung einer verzahnten Fuge mit Übertragung der Querkraftbeanspruchung und L natürlich für die Ausbildung einer verzahnten Fuge mit der aufnehmbaren Schubkraft parallel zur Fuge. Also wenn ich eine verzahnte Fuge habe, will ich das ja nicht nur rechnerisch haben, sondern auch optisch. Und da muss die Geometrie des Kastens anders ausgeprägt sein, damit ich ja optisch eine verzahnte Fuge darstellen kann. Und das ist Q für die Querkraft quer zur Fuge und L für längs der Fuge. Ja, so sind diese Buchstaben ursprünglich zusammengekommen. Das ist so wie bei Mercedes, der sagt, ich habe eine A-Klasse, ich habe eine E-Klasse, ich habe eine S-Klasse, also eine reine Markendiversifizierung, nichts anderes. Wo wird denn der Comax produziert? Viele produzieren ja nur noch im Ausland. Ist das auch bei Betomax so? Nein, machen wir nicht. Wir produzieren ausschließlich in Deutschland mit 2 Standorten. Hier in Neuss wird am Stammsitz wird ausschließlich alles an Sonderfertigungen produziert und wir haben ein zweites Werk in Halle an der Saale. Dort werden alle Standards produziert. Das ist halt von der Fertigungsmöglichkeit her. In Halle ist das eine Fertigungsstraße, wo ständig nur die Standards durchlaufen und hier wird individuell nach Kundenwunsch alles entsprechend als Einzelstückweise gefertigt. Manufaktur, was ich schon mal anfangs sagte. Das ist gut zu wissen. Ja, wir produzieren nicht im Ausland. Nein, alles wieder hier. Witzigerweise hat das für die Bauindustrie nach wie vor eine hohe Bedeutung. Das werde ich immer wieder gefragt. Produzieren Sie etwa auch im Ausland? Nein, tun wir nicht. Ja, das ist tatsächlich so. Egal, wo wir anfragen, was immer der eine produziert in Polen, der andere in Tschechien und die Lieferzeiten sind dann immer brutal. Ja.
Und die Lieferkosten sind dann noch höher. Von dem her Das ist es auch ist so, wichtig, dass und sie eben größer müssen wird. parallel dazu viel höhere Bestände natürlich am heimischen Standort natürlich lagermäßig bevorraten, weil die Lieferzeiten relativ lang sind mit den ganzen Fahrwegen, die dazukommen. Das hat alles Vor- und Nachteile. Wir haben aus den Nachteilen heraus für uns gesagt, nein, wir bleiben in Deutschland und produzieren ausschließlich in Deutschland. Offensichtlich hat in der Bauindustrie der Name Made in Germany doch noch eine gewisse Bedeutung. Ja, das stimmt. Und wie viele Vertriebsstandorte gibt es dann für den Comax? Ist es identisch mit den Produktionshallen oder gibt es mehr Vertriebsstandorte Nein, noch? nein, nein. Also wir sind einer der wenigen Bauzubehörlieferanten, die über einen eigenen Vertrieb verfügen. Das heißt, wir haben 20 Vertriebler im Außendienst tätig. Das ist ein Mix aus vorrangig angestellten Leuten, aber auch einigen Handelsvertretungen. Ich nehme mal das Beispiel Mecklenburg-Vorpommern. Dort ist die Bauindustrie natürlich etwas unterrepräsentiert. Es ist mehr landwirtschaftlich geprägte Region, sodass sich dort ein angestellter Mann weniger rechnet als im Ballungszentrum Berlin, sage ich jetzt beispielsweise mal. Über diese 20 Außendienstmitarbeitern läuft entsprechend der gesamte flächendeckende Vertrieb. Viele sind noch mit einem kleineren Lager bestückt. Wir haben aber auch noch ein großes Zentrallager in Süddeutschland bei Nürnberg, sodass wir eigentlich immer sehr nah an der Baustelle sind und sehr schnell liefern bzw. produzieren und ausliefern können. Wie hoch ist die Liefergeschwindigkeit? Kriegen wir hier, wenn es ein Standard typisch und wir den Ja. heute bestellen, ist der dann morgen verfügbar oder dauert es dann auch noch 2, 3 Wochen? Also, wir wissen, dass die Lieferfähigkeit, die schnelle Lieferfähigkeit, einen ganz hohen Stellenwert in der Bauindustrie hat. Das heißt, es gibt keine wirkliche Arbeitsvorbereitung auf den Baustellen mehr. Den meisten fällt ein, ach du liebe Güte, ich brauche ja für morgen noch das und das, sodass wir im Standardbereich, was wir lagermäßig hier bevorraten, in der Regel eine Lieferzeit von 1 bis 2 Tagen haben. Das ist speditionsbedingt. Das heißt, Bestellung, die heute reinkommt, wird heute ausgeliefert, geht auf das Speditionsfahrzeug. Ich habe nicht unter Kontrolle natürlich, je nachdem, wo die Anlieferung innerhalb des deutschen Bundesgebietes ist, kann es über die Spedition noch mal einen zweiten Tag dazukommen, weil nicht jeder Ort natürlich jeden Tag angefahren wird. Bei Sonderanfertigungen, sagen wir, haben wir in der Regel 3 Tage, maximal 5 Tage, bis die Ware vor Ort verwendbar auf der Baustelle liegt. Oh, das ist schon richtig schnell. Da höre ich jeden Ja, Tag immer, oh, das. da müssen wir nach, ich höre so oft, da müssen wir Nachtrag stellen, weil die Lieferzeit ist so lang und das ist dann so teuer. Das ist tatsächlich so. Das ist auch ein Pluspunkt, mit dem wir alle Jahrzehnte immer schon wuchern. Da sind wir auch, ich will die Fahne nicht so hoch hängen, aber da sind wir ganz weit vorne, sage ich mal, was Lieferzeiten, insbesondere für Sonderanfertigungen betrifft. Das lassen wir uns auch nicht nehmen. Und das kann ich bestätigen. Schön, das freut mich. Dann kommt noch die wichtigste Abschlussfrage. In dem Fall hoffe ich, dass die genauso ausfällt, wie ich denke. Das ist das Lieblingseinbauteil oder der Lieblingsgegenstand, das mit dem Bau zu tun hat, von Ihnen persönlich? Das ist schwer zu sagen. Also wenn ich jetzt die Produktgruppe Bewährungsanschlüsse betrachte, ist das ein Bereich, der sehr facettenreich und stark diversifiziert ist. Ich könnte es mir jetzt leicht machen und sagen, Herr Pöppel, ich bin Vertriebler. Natürlich mag ich am liebsten das Produkt, was sich in den größten Stückzahlen zum besten Preis und mit dem höchsten Deckungsbeitrag verkaufen lässt. Mache ich aber nicht. Das ist es eigentlich auch gar nicht. Ich schätze diesen gesamten Produktbereich außerordentlich. Und finde gerade diese Idee, Eisen in eine Kiste zu bringen, die ich später vernünftig ausbiegen kann, um den nächsten Betonierabschnitt dort angliedern zu können, finde ich so großartig, dass ich sage, das ist eigentlich das, was die ganze Sache ausmacht. Also die dahinter steckende Idee, Eisen in einen Verwahrkasten unterzubringen. Ja, lieber Herr Hauser, ich möchte mich damit dann ganz persönlich bei Ihnen bedanken. Also Ihre Teilnahme als Gast bei uns im Podcast war wirklich herausragend und ich bin überzeugt, dass Ihre lebendige und spannende Erzählweise unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in den Bann gezogen hat und alle begeistert hat. Ihre Expertise und Ihre Leidenschaft für das Thema haben wir in unserem Podcast, hat unseren Podcast bereichert und wertvolle Einsichten geliefert. Ich möchte Ihnen meinen aufrichtigen Dank aussprechen für Ihre Zeit, Ihr Fachwissen und Ihre Begeisterung. Sie haben dazu beigetragen, diese Episode zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen. Es war eine Freude, Sie als Gast bei uns zu haben. Nochmals herzlichen Dank, Herr Hauser, für Ihre wertvolle Teilnahme und Ihr Engagement. Mit freundlichen Grüßen, Peter Pöppel und Michael Müller.
Vielen Dank. Wunderbar, dann danke ich Ihnen ganz herzlich. Mir hat es auch sehr viel Freude gemacht. Ich fand das sehr schön und habe in Ihnen ein paar sehr aufmerksame Zuhörer gehabt. Also ich freue mich da wirklich drüber. Und wenn das auch entsprechend in den Podcast so rübergekommen ist, selbst nimmt man sich immer anders wahr, als andere das sehen. Sie haben es gerade sehr schön gesagt. Dann würde ich sagen, haben wir doch alles erreicht, was wir wollten. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Super, danke schön. Dankeschön, bis zum nächsten Mal.